Bonfire. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir wieder in einer neuen Folge Let's Play Witcher 3 Hearts of Stones, wo wir in der letzten Folge den netten, laut Komplettlösung, Hausmeister getroffen haben. Und ich habe mir eben mal durchgelesen, wie man den Kampf bestehen muss, und wir waren eigentlich ganz gut. Also es ist ganz normal, dass er sich hochheilt durch die Geister. Ja. Das macht er drei Phasen lang, auf Deutsch gesagt. Wir waren schon in Phase 3. Also er heilt sich zweimal komplett durch die Geister hoch. Und dann ist er halt erst verwundbar. Ja, also müssen wir uns nochmal auf einen langen Kampf mit ihm gefasst machen. Und wir sollten uns so wenig wie möglich treffen lassen. Also keinen Schaden bekommen. So viel sagt die Komplettlösung aus. Das war zu langsam von uns. Also wir müssen auf jeden Fall diesen Angriffen ausweichen. Und am besten mit der Rolle. Und am besten sollten wir immer hinter ihnen stehen, um den größtmöglichen Schaden zu machen und auch schnellstmöglich abzuhauen. Und alles außer Quen soll hier ziemlich wirkungslos sein, auch wenn ich der Meinung bin, dass das Feuer noch guten Schaden macht. Ihn so lieber treffe als näher ranzugehen. Na komm. Wollte ich jetzt die Drachentraumbombe werfen. Na los, nächster Angriff, komm schon. Machen wir ein bisschen ordentlich Damage hier. Zack, zack, zack. Oh, jetzt holt er seine Geister und heilt sich. Gut, das war Phase 1. Lassen wir ihn mal machen. Wir können das sowieso nicht verhindern. Wir können es zwar versuchen zu unterbinden, aber er wird einfach so lange rumlaufen, bis er alle getötet hat. Und wir sehen ja auch, er ruft neue. Und dabei läuft man außerdem Gefahr, selbst in seine Angriffe reinzulaufen. Oh, wir haben es aber tatsächlich geschafft, seine Heilung nicht komplett werden zu lassen. Das war schlecht. Ah, der hat gesessen. Komm schon, komm näher. Also diesen komischen Hieb macht er bloß, wenn wir auf weite Distanz von ihnen entfernt sind. Ansonsten setzt er die gleichen Attacken ein wie auch in Phase 1. Yeah.
Wir brauchen Quen, wir brauchen Quen. So. Komm schon, mein kleiner Hausmeister. Zeig mir, was du kannst. Kleine Bitch. Nicht mit mir. Aber solange wir keinen Schaden kriegen, heilt er sich auch nicht durch die Attacke. Komm. Und die Ausweichrolle ist hier tatsächlich besser als der Ausfallschritt. So, jetzt wird er sich wieder heilen. Und dann sind wir in Phase 3. Und bis jetzt sind wir ganz gut gefahren. Puh, es ist aber auch nicht einfach. Muss ich ja zugeben. Gut, lassen wir ihn sich heilen. Wir schlucken nochmal einen Trank. Und vernichten mal so viele, wie wir können. Mal gucken, ob wir ihn daran hindern können, sich vollständig zu heilen. Tatsächlich. Komm, du kleine Bitch, komm. Diesmal ist der Kampf wesentlich einfacher, muss ich sagen. Wahrscheinlich, weil ich jetzt weiß, wie es geht. So. Und zack, zack, zack. Hey, du kleine Bitch. Komm schon. Zeit zu sterben. Bestiariumseintrag. Den will ich haben. Was bist du? Der Pedell. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Philosophenweisheit sich träumen lässt. Bartolomeo Daris im Irrenhaus nach dem Versuch, Kontakt mit Kreaturen von einer anderen Ebene aufzunehmen. Der Pedell diente mit der Gleichgültigkeit eines Golems und erwies sich im Kampf als so gefährlich, wie er bei der Arbeit gewissenhaft war. Schmerz spürte er nicht. Tatsächlich schien jeder Hieb ihn zu stärken, gleichgültig, ob er ihn einsteckte oder austeilte. Als Waffe benutzte er seinen Spaten. Ferner konnte der Pedell mächtige Geister aus den Gräbern rufen, die er geschaufelt hatte, und sich selber stärken, indem er diese Geister absorbierte. Es fiel dem Hexer nicht leicht, den vernichteten Spatenstreichen auszuweichen. Seine einzige Chance, die Kreatur zu verwunden, bestand in den Phasen, als der Pedell mit dem Spaten im Boden außerweltliche Energien beschwor, um seinen Gegner vor Angst zu lähmen. Reliktöl hätten wir für den gebraucht. Ja, verfluchte Wesen war ja der Prinz. Habe ich das eigentlich schon vorgelesen? Auch egal. So. Das war's mit dir, Biest. Stirb.
selbst tot. Was zum Teufel war das? Kein Gesicht, deformierte Organe. Wie kann das Ding lebendig gewesen sein? Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Nein, wir sind zur Diskretion verpflichtet. Warum redet ihr dann mit mir? Warum? Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Antwort als diese. Später. Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedell genannt. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedell sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Von sehr weit fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgierd von Everreck? Ja, wir kennen ihn. Aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everreck da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich bin hier, um die lila Rose zu holen, die Olgierd Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür. Ich muss mich wohl selber vorstellen. Schwarze Katze und schwarzer Hund. Wie soll ich euch anreden? Wie jetzt? Unsere Namen behalten wir lieber für uns. Wo sind die denn jetzt hin? Naja, auf jeden Fall lag hier oben ja noch was. Alter, das war ein heftiges Vieh. Verzierte Bürste. Eine Bürste. Mit Blumenmuster. Hübsch. Bringt uns aber nichts. Okay. Na gut, vielleicht braucht sie die ja. Spaten des Pedals. Mir ist auch aufgefallen, als ich Waffen verkauft habe. Alle Waffen, die ich jetzt kaufen kann, sind stärker als unsere Waffen. Und Rüstungen genauso. Vom Level her oder vom Rüstungswert her. Natürlich heißt das nicht, dass sie bessere Effekte haben. Alter, das ist richtig creepy gerade. Und ich muss wirklich sagen, das war der schwerste Gegner in dem Spiel. Die Mumen waren nicht annähernd so schwer. Selbst Imlarit war nicht so schwer. Und das war schon ein harter Gegner. Naja, sollte wahrscheinlich ein harter Gegner sein. Vorsichtig sein. Dieses Haus ist auf jeden Fall verflucht. Alter! Es ist... Ja! Gleich 23:30 und dieses Spiel macht jetzt hier einen auf Horror. Was zum Teufel war das? Alter! Ich brauche Licht. So, Iris Skizzen. Handbuch. Kann ich nicht angucken. Okay, läuft bei dir. Fett bist du geworden.
verbessertes Okroidenöl. Ich habe die gleiche Waffe nochmal gefunden. Wieso habe ich hier eigentlich keine Rune drauf? Chance auf Verbrennen. Habe ich vielleicht noch eine Glyphe mit Chance auf Verbrennen? Igni-Zeichen, Intensität plus 10. Chance auf Verbrennen, nochmal plus 5% erhöhen, bitte. Und dann hätte ich gerne noch... Da ist nochmal Chance auf Verbrennen. Was habe ich denn jetzt? 85 Ausdauer. Angriffskraft, großer Tschernobog, Runenstein. Was hat das Schwert eigentlich? Fällt mir gerade mal so auf. Bonuserfahrung, Chance auf Verstümmeln. Rüstungsdurchbohrung. Chance auf Einfrieren. Adrenalin packen wir mal rauf, auch wenn ich immer noch nicht mit diesem Adrenalin klarkomme und Blut. So, und dann nehmen wir auch mal andere Bolzen. Da haben wir auch noch so viele von. Nehmen wir mal die guten Bolzen hier. So, dann wollte ich mal bei der Alchemie etwas gucken. Oh, wir könnten hier Absude brauen. Schnell regeneriert, bis der erste gegnerische Angriff erfolgreich ist. Vitalität regeneriert. Großes blaues Mutagen. Können wir mal... wieder ein paar machen. Also, blaues Mutagen. Und danach machen wir großes blaues Mutagen. Können wir zwar nur zwei Stück von machen, aber egal. Grünes Mutagen. Mal den ganzen Schnodder hier wieder ein bisschen dezimieren. So, dafür fehlen uns die Zutaten. Donner besitze ich. Verbesserte fehlen Zutaten. Da bin ich mal die Haupttränke für. Dafür mit Blume. Überlegene Katze fehlt mir Äther und weiße Möwe. Überlegener Donner fehlt mir verbesserter Donner. Ah, das ist so ungerecht. Wir haben so viele geile Tränke. Verbessertes Okroidenöl. Überlegenes Bestienöl. Überall fehlt mir was. Ich werde wohl, nachdem ich mit diesem Spielstand hier, diesem DLC durch bin, nochmal ein neues Spiel Plus anfangen. Verschwinde. Mit diesem Spielstand. Oh nein, ich werde sicher nicht verschwinden, weil du das sagst, Geist. Hm, ordentlich und alles sauber. Es kann serviert werden. Der Pedell muss den Tisch noch decken. Ja, Geralt, das schafft der Pedell jetzt aber nicht mehr. Soll ich hier nicht aufhalten? Geh bloß zurück in dein Bild, du Bitch. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Oh ja, da sagst du was, Geralt. Verschlossen. Brandschaden. Interessant. Da hinten war aber noch ein Hinweis, den würde ich gerne doch noch mal sehen. Der war doch eben auf der Karte eingezeichnet, oder? Alter.
dieses Hauses. Gefällt mir nicht das Haus. Da unten ist noch ein Hinweis. Oh fuck. Ganz nettes Biest. Geisteröl war jetzt rot. Eine Erscheinung. Alter, chill mal! Alter, die ist heftig. Heilt sich nicht durch das Scheißbild da. Kann ich das irgendwie unterbinden? Na komm schon. Alter. Alter, chill mal, du Scheißgeist. Alter! Ich glaube das jetzt nicht. Hässliche Scheißvieh. Zum Glück habe ich so viele Meisterreparatursets. Alter! Richtig hässlich. Alter, die macht mir übelst die Rüstung kaputt. Was haben wir denn hier noch? Gesellenrüstungsreparaturset. Reicht für die Hose. Alter! Erst geh endlich sterben, du Scheißgeist. Die Hirten auch gar nichts bringt gegen das Scheißvieh. Die ist ja noch schlimmer als dieser Scheißpedal, Alter. Das, Bitch. Geralt, das Bild. So.
Stirb endlich, du miese Bitch! Ich hasse Geister. So, nicht mit mir. Heilt dich nicht weiter. So. Alter, jetzt muss ich erstmal hier. Er wird besser. Wieso ist es hier dunkel? Was zum Teufel war das? Kann ich hier ein Stündchen meditieren? Danke. Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. Ich sollte vielleicht zwischendurch mal speichern. So, denn wenn ich sterbe, darf ich ja alles nochmal machen. Liegt ein Brief. Porträt von Iris und Olgrit. Schönes Paar. Ja, die ist schon etwas länger tot, glaube ich. Verzierte Robe. Wie sieht's denn? Adrenalin. Ach so, ich kann ja den hier machen. Bohrungsresistent Schaden aufschlitzen. Tja, Leute, ich würde sagen, wir haben eine neue Rüstung. Hat lange gedauert, aber... Und hier? Durchbohrungsresistenz 3. Na, da sind unsere Schuhe besser. Das muss sie sein. Mist. Du wolltest sie sehen. Da ist sie. Man sollte seine Wünsche vorsichtig formulieren. Das hilft gegen Enttäuschungen. Soll das ein Witz sein? Warum habt ihr nicht gesagt, dass sie tot ist? Du hast nicht gefragt. Ah, und wieso ist sie nicht begraben? Wir können das nicht. Und dem Pedell, den du besiegt hast, hat sie zu Lebzeiten befohlen, sich für immer von ihr fernzuhalten. Wie ist sie gestorben? Wunden oder Kampfspuren sehe ich keine. Ihr Herz ist gebrochen. Das heißt, Herzinfarkt? Nein, es ist einfach geplatzt. Kaum zu glauben. Und doch genau das, was geschehen ist. Eines Tages schloss Iris die Vordertür ab, legte sich hier hin und starb an Trauer und Einsamkeit. Je mehr ich erfahre, desto stärker wundert mich, dass ihr mir helft. Wir wurden herbeigerufen, um Iris von Everek zu dienen. Unsere Herrin ist tot, aber das entlässt uns nicht aus dem Dienst. Verstehe. Ihr wollt diesen Ort und diese Leichen verlassen. Überrascht? Nein, überhaupt nicht. Ihr Geist ist rastlos und zornig, greift Eindringlinge an. Warum? Herrin von Everek hat viel erduldet. Sie ist Gäste nicht gewöhnt und mag keine seltsamen Leute. Sie kann uns nicht hören. Ich muss wohl mit Iris Geist sprechen. Das wird nicht einfach. Unsere Herrin ist von Zorn und Bitterkeit erfüllt. Ich habe meine Methoden. Ich muss sie begraben. Aber der makabre kleine Friedhof des Pedells taugt nicht. Zu viel Blut, zu viel Angst. Sie war viel im Garten vor dem Haus. Dann vielleicht dort. Halt! Nimm den Schlüssel.
Er passt zur Vordertür. Gutes Hundchen. Sehr gutes Hundchen sogar. So, dann gucken wir mal. Oh, Hund und Katz sind wieder da. Hier saß doch der Hunde-Wowo. Sie hat gerne hier gesessen, aber als Grab taugt der Platz nicht. Gut, wenn du das sagst. Zu nah am Haus. Ich suche weiter. Iris von Everick liebte Blumen. Sie würde sie nicht mal umknicken. Hm, na gut. Ich hebe das Grab. Ah, dann da oben. Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Hatte Iris von Everick letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet, dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Dann werde ich das wohl machen. Geralt, der gute Hexe. Ich kannte Iris von Everick nicht, daher kann ich nicht viel über sie sagen. Das Schicksal wollte, dass sie ein Fremder zur letzten Ruhe bettet. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Ihr beiden. Habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Ich weiß nicht, ob du mit einem Bildnis deines Mannes begraben werden willst. Aber ihr habt euer Leben geteilt, also möchtest du vielleicht auch im Tode mit ihm zusammen sein. Ich hoffe, das klappt. Die Überreste sind beerdigt. Zeit, sie zu rufen. Geplagter Geist, ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Uah. Verzeih, dass ich dich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen... Ich soll dir folgen. Also schön. The fuck? Das ist ja wie eine Ciri-Erinnerung. Interessant. Wo bin ich hier? In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everick. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everick.
Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Also gut. Es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für einen Moment erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Klingt einfach, aber ist es auch einfach? Naja, das werden wir dann wohl herausfinden müssen. Da ist sie. Geister von Olgierd und seiner Frau. Warum bewegen sie sich nicht? Das ist eine Erinnerung. Unvollständig und verschwommen. Du musst genau hinsehen und sie wiederherstellen. Farbpalette. Geschirr für den Nachmittagstee oder fürs Frühstück. Das stimmt wohl nicht. Das stimmt wohl nicht. Iris hat das Anwesen gemalt. Da ist auch noch was. Der Geist aus der Steppe. Oft gelesen, ganz abgegriffen. Passt perfekt. Er hat gelesen. Passt perfekt. Wir sollten einen Hund besorgen. Oder besser einen Hund und eine Katze. Wenn der Regen kommt, wärmt der Hund mir die Füße. Und die Katze spielt am Kamin mit einem Wollknäuel. Was meinst du? Hörst du überhaupt zu? Entschuldige, Liebes. Ich habe gelesen. Ist das Buch denn so fesselnd? Hm? Ja, sehr. Weißt du was? Lass uns reingehen. Warum? Es ist doch so schön hier. Die Vögel singen, die Bienen summen. Paradiesisch. Tut mir leid, Liebes. Ich fühle mich nicht so. Ich gehe rein. Bleib du nur. What the fuck? Ich will nicht mit Bienen kämpfen. Spinnenerscheinungen? Was soll das denn? Alter! Wir sind rumkugeln in ihrem Bild. Ja, sinkt in der Farbe, ihr Scheißvieh. So. Alter. Was eine Aufgabe. Ja, aber diese Aufgabe werden wir dann in der nächsten Folge beenden. Hoffentlich. Und ich bin mal gespannt, was wir hier drin herausfinden werden in dem Gemälde. Also,
meine, wir haben schon viele verrückte Sachen erlebt in der Witcher-Welt, aber in ein Gemälde hineinspringen, das ist mal was ganz Neues. Und man muss ja sagen, die gute Frau malt nicht gerade schlecht. Das sieht alles schon recht gut aus. Aber sie sah mir nicht mehr so schön aus, als sie uns in das Bild reingerufen hat. Naja, vorher war sie auf jeden Fall eine schöne Frau, muss man ja sagen. Aber die Zeit hat an ihr genagt. Naja, ich bin mal gespannt, was für Geheimnisse sie uns aufdecken wird. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, haut rein.